Kapitän Müller. Und heute hatten wir nun auch gerade eine ornithologische Seerundfahrt. Ich bin auch Mitarbeiter unseres Naturparks im Ehrenamt und seit vielen, vielen Jahren eben auch diese Vogeltouren, wie wir sagen. Das, glaube ich, liegt auf der Hand, dass dieses Revier, so möchte ich es mal bezeichnen, gar nicht so überlaufen ist. Wirtschaftlich gesehen könnte man immer ein bisschen mehr gebrauchen, aber für die Natur ist es einmalig. Dieser sanfte Tourismus hier, da zeigt sich auch die Tierwelt ganz anders als in den Ballungsgebieten, die ich jetzt nicht schlecht machen will, um Himmels Willen. Aber wo sehen Sie so wie heute der Seeadler, der direkt neben dem Schiff greift, sich ein Fischchen holt, die Rohrweihe daneben, die eine sehr, sehr hohe Fluchtdistanz hat. Das sind solche Dinge, die sieht man tatsächlich woanders nicht. Da gibt es eine ganze Menge. Also Radfahren, Wandern, Wasserwandern, Angeln, so sind ja ohnehin die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen unserer Urlauber. Das ist auch gut so. Aber wenn ich mal etwas sehen will, würde ich in jedem Falle, direkt hier bei uns ist eben das Kloster, tatsächlich eine Augenweide. 1220, das ist Geschichte, das ist geballte Ladung Geschichte, das ist etwas, was man gesehen haben muss. Des Weiteren freue ich mich auch, jetzt Goldberg, das Heimatmuseum wieder aufgemacht, ist ein bisschen modern auch gemacht, so ein kleines bisschen, so diese Brücke zwischen Historie und Technik und so weiter, das ist sehr gut gelungen, finde ich. Dann haben wir unsere Hofläden, die wir nicht vergessen wollen, die heimische Produkte hier anbieten und so eine Dinge. Das sollte ein Urlauber unbedingt mitmachen. Ich liebe eigentlich alle, muss zugeben, dass mir die Greifvögel dann doch also sehr ans Herz gewachsen sind. Ich mag auch sehr gerne Enten, Schellenten zum Beispiel, die Kolbenenten, die woanders auch kaum noch vorkommen. Ja, wichtig wäre für mich, was ich auch immer wieder sehe, was nicht ganz so schön ist, gerade in der Brutphase, dass dann im Schutzgebiet die Inseln betreten werden, befahren werden. Man hat schon offene Türen, das ist gut und das wünsche ich mir auch weiterhin, dass das dann bei gewissen Dingen ganz einfach mal so bleibt und vielleicht noch besser wird.